oder der Ökonom hätte darauf bestehen müssen, diese Forderungen müssen besichert sein und wenn also nicht ausgeglichen. Ich würde ja sogar weitergehen und sagen, die müssen regelmäßig ausgeglichen werden aus anderen Gründen. Ja, ja. Nicht nur das Einfachste, es wäre auch aus anderen Gründen richtig. Aber lass uns nicht zu sehr abschweifen in diese Target-Geschichte. Genau. Lass uns doch mal kommen zu den hauptsächlichen Fehlern, die du siehst, die damals gemacht worden sind, also bei der Hyperinflation in Deutschland, die sowohl dazu geführt haben, als auch dann eben nicht gleich rausgeführt haben. Ganz kurz vorher noch, weil ja. Mir ist es doch noch wichtig. Also erstmal wurden diese Target-Salden relativ spät entdeckt. Im Mai 2011, dann auch wieder von, wie gesagt, den ich sehr verehre, seine ganze Arbeit, die er da reingesteckt hat, also mit einer unglaublichen Energie hat dann Hans-Werner Sinn diese Target-Problematik nicht nur aufgedeckt, sondern auch in der ökonomischen Zunft mit seiner Interpretation, das sind tatsächliche Kredite, die ausfallen können, bei einem Zerfall der Währungsunion hier in den Vordergrund gerückt. Was ihm nicht gelungen ist, dieses Problem auch in den politischen Raum zu kriegen. Ja. Mhm. Also ich werde ja jetzt... Ja, es ist unbequem, aber es ist auch nicht in der Opposition verankerbar. Und auch nicht innerhalb der Parteien, zumindest auf höheren Ebenen. Also ich werde jetzt ab und zu von Politikern, die aber dann meistens einen VWL-Hintergrund haben, letztens war ein Professor aus Sachsen, der in der CDU ist, kontaktiert. Und die erzählen mir, der kennt zwar den Merz und so, aber die können praktisch dieses Thema ist in der Parteiführung nicht unterzukriegen. Und nicht nur, weil es unangenehm ist, sondern auch, das ist sowas Abstraktes. Da könnte irgendwann mal irgendwas ausfallen, aber was bedeutet denn das? Und meiner Meinung nach liegt das auch wieder daran, dass in den Lehrbüchern nicht drinsteht, oh, die Zentralbanken können pleite gehen. Die Bundesbank wäre am nächsten Tag, wenn der Euro zerbricht und diese Targetsalden nur, weiß ich. Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Was weiß ich, zur Hälfte oder sowas ausgeglichen werden. Am nächsten Tag wäre sie insolvent und müsste rekapitalisiert werden. Und solange das nicht formuliert wird von Vertretern wie Hans-Werner Sinn, kommen wir da nicht weiter. Also vielleicht ganz kurz die, die Summen. So sieht die Bundesbankbilanz aus und im Mai 2011 sah sie so ähnlich aus. Als das aufgefallen ist, das Ganze, hatte die Bundesbank 45% Abschlussbilanz 2010, hatte sie 45% ihrer Forderungen waren pure Tageforderungen. Und erst dann wird das aufgedeckt. Warum? Die Ökonomen beschäftigen sich nicht mit der aktiver Seite. Wir haben sie ja genannt, die dunkle Seite der Zentralbankbilanz, oder so habe ich sie genannt, hat man nicht so richtig reingeguckt. Weder bei Konstruktion des Euros, noch als dieses Problem innerhalb von 3 Jahren, von 2007, 2008 bis Ende 2010, gewachsen ist. Dann jetzt in alle Bilanzpositionen gewachsen und damit eben auch diese aus verschiedenen Gründen, die wir nicht ganz besprechen können, auch diese Target-Forderung. Und wenn die jetzt ausfällt zur Hälfte, dann ist das Eigenkapital der Bundesbank stark negativ und man müsste die Bundesbank rekapitalisieren. Deutschland müsste sich verschulden oder auf andere Weise schnell für Vermögen, neues Vermögen sorgen, was man der Zentralbank übertragen kann. Und für diesen Fall muss erstens geplant werden. Das ist nämlich eine schwierige Sache, die man sozial gerecht und ungerecht gestalten kann. Und zweitens, warum hat das nicht geschafft, das in die politische Diskussion zu bringen? Er hätte sagen müssen, in diesem Fall muss die Bundesbank direkt rekapitalisiert werden. Und hier die drei Sichtweisen, vereinfacht gesagt, für die Target-Salden. Ganz oben, es gibt auch viele Leute, die sagen, es ist vollkommen egal. Mhm. Es hat überhaupt keine Bedeutung, wenn die ausfallen. Euro zerbricht, Bundesbank verliert Target-Salden, streicht die Position weg, nichts passiert. Falsche Wahrnehmung. Geld als was zu sehen, was sowieso akzeptiert wird auf den Märkten. Rote Seile reisen, ist egal. Zweite Sichtweise, Hans-Werner Sinn, Verluste belasten, vollumfänglich den Steuerzahler. Aber die Zentralbank geht nicht pleite. Ja, sie wird nicht angegriffen, dieses Szenario wird nicht diskutiert. Und das heißt praktisch, gut, sie arbeitet dann halt viele Jahre oder Jahrzehnte mit negativem Eigenkapital, bis das aus den Gewinnen der Geldschöpfung, diese Zinsen, die die Zentralbank verdient, wieder ausgeglichen ist. Aber wir müssen uns nicht direkt um die Rekapitalisierung kümmern. Versus, und das ist, glaube ich, was
ihm noch fehlt, was er mit hätte reinbringen müssen, dann wäre es auch in der politischen Diskussion. Die Zentralbank muss direkt rekapitalisiert werden. Wir müssen uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir das hinkriegen. Und wenn dieses Szenario an die Wand gemalt wird und wenn es eine Politikgröße gibt, ja, für diese Rekapitalisierung, was kostet das, wie viel muss das sein, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass Politiker darüber anfangen, auch nachzudenken und dieses nicht nur Szenario vorbereiten, weil es leider passieren könnte, sondern auch, dass es im politischen Raum Platz greift. Dazu braucht man aber die Formulierung, die Zentralbank kann pleite gehen, und die hätten wir gehabt, hätte es in den Lehrbüchern drin gestanden. Ich meine, eigentlich ist es ja eine ziemlich verheerende Mitteilung, die du gerade machst. Nämlich du sagst, wenn der Euro zerbrechen würde, wären wir die ganz großen Verlierer, weil uns ja genau diese wichtige Bilanzposition verloren geht. Also wir haben ja immer das Gefühl, wenn die Währungsunion zerbrechen würde, dann wären wir die großen, also zumindest währungsmäßig die großen Gewinner. Ja. Ja. Das ist immer das Gefühl, was wir haben. Und jetzt sagst du, nee, das Gegenteil ist der Fall. Wir würden an diese vermeintlichen Vermögenswerte nie rankommen. Und infolgedessen wäre ausgerechnet die Bundesbank danach unterkapitalisiert. Und die dann sozusagen neu entstehende deutsche, weiß ich nicht, Markt, was, deutsche Euro, ja, oder was immer dann wieder eingeführt, ja, würde, ja, wäre von einer unterkapitalisierten Zentralbank rausgegeben, die dann eben dafür sorgt, dass es eben leider nicht mehr so werthaltig ist, genau, wie es früher war. Und das, ja, wäre wieder, wir waren ja vorhin bei natürlichen Experimenten, die einfach passieren oder nicht, wir wären wieder bei einem sehr, sehr schönen natürlichen Experiment für die Wissenschaft, nicht für die Steuerzahler. Für die, ja. Denn vergleichbare Länder haben entweder riesige Targetforderungen, die ausfallen können, oder gar keine Targetforderungen, so wie Österreich. Mhm. Ja, also der Euro zerfällt, sagen wir mal, und die Targetsalden werden nur zu 50% bedient. Also die Italiener und die Spanier werden uns nicht sagen, wir zahlen gar nicht, sondern sie sagen, wir zahlen später mit weniger Zinsen und anderen Fristigkeiten und so weiter. Klar, aber trotzdem wäre es ein realer Ausfall. Österreich ist gar nicht betroffen, Deutschland ist massiv betroffen. Mhm. Ja? Und jetzt könnte man praktisch vergleichen, ja, müssen die Deutschen denn ihre Währung Bundesbank so rekapitalisieren, um diese neue deutsche Mark genauso stabil zu machen wie den neuen Schilling, oder müssen sie es nicht? Und wenn sie es nicht tun, ist meine These, ein riesiges rotes Seil ist gerissen, egal ob Deutschland dann zu diesem Zeitpunkt noch eine prosperierende, stark exportierende Volkswirtschaft oder nicht ist, was ja auch fraglich ist, die Mark wird nicht so stabil wie der Schilling. Es sei denn, man rekapitalisiert die Bundesbank. Ja, das wäre dann ein natürliches Experiment. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte.
Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv